Hallo aus Straßburg von der ersten Plenarsitzung des Europäischen Parlaments 2018. Hier sind wieder meine Plenarnotizen. Zunächst, das Thema der Woche war eindeutig die europäische Energiepolitik. Drei verschiedene Gesetzgebungspakete wurden beschlossen. Es ging um erneuerbare Energien, um Energieeffizienz und um die Governance der europäischen Energiepolitik. Zu erneuerbaren: Es wurde festgelegt, gegen massiven Widerstand der Christdemokraten und der Konservativen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 35% ansteigen soll. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Datum, weil die Mitgliedsländer bis jetzt überhaupt nicht bereit sind, so viel Ambition zu zeigen. Es wurde auch das Aus für Palmöl festgehalten. Das war ein Sieg gegen massives Lobbying, und schließlich wurde zum Beispiel festgehalten, dass Bürgerinnen und Bürger und Energiekooperativen bei ihrem Engagement für Erneuerbare nicht gesetzlich behindert werden dürfen. Bei der Energieeffizienzrichtlinie hieß es auch 35% mehr Energieeffizienz bis 2030, jährliche Energieeinsparung von 1,5%, und auch da war der Erfolg nicht von vornherein festgestanden, weil es von den Konservativen insbesondere heftigen Widerstand gab. Und schließlich, was die Governance betrifft, da wurde festgehalten, dass zum Beispiel die Stimme von Gemeinden und Städten in der Energiepolitik stärker gehört werden soll, dass die Länder ihre Pläne zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energiepolitik mit denen auch abstimmen sollen. Und dass zum Beispiel nationale Pläne gegen Energiearmut gemacht werden müssen. Es wurde das Konzept eines EU-weiten CO2-Emissionsbudgets ins Gesetz reingeschrieben. Und die Ziele der Pariser Klimakonferenz von 2015 sollen nach diesem Gesetzgebungsakt verbindliches europäisches Recht sein. Das ist natürlich jetzt alles, was ich aufgezählt habe, und es gibt noch viel mehr, was dazu zu sagen wäre. Es lohnt sich auch nachzulesen, aber das ist natürlich alles noch nicht Gesetz. Das muss jetzt vom Europäischen Parlament mit den Mitgliedstaaten verhandelt werden, aber das Parlament hat da, glaube ich, eine relativ starke Vorlage gegeben. Also das war unser Thema der Woche. Gewinner der Woche war der irische Premierminister, auf Irisch heißt das Taoiseach, Varadkar, der als erster in einer längeren Reihe von nationalen politischen Promis zu der Frage Zukunft der Europäischen Union gesprochen hat. Mir hat besonders gut gefallen, dass er sich nicht nur in allgemeinen Zielen ergangen hat, sondern dass er zum Beispiel sehr konkret gesagt hat, er will, dass bei der nächsten Europawahl wieder das Spitzenkandidatensystem angewendet wird. Das heißt, dass diejenige Person, die an der Spitze einer bestimmten europäischen politischen Partei die Europawahl gewinnt, dann auch Präsidentin oder Präsident der Europäischen Kommission werden soll, so wie wir es 2014 mit Juncker gemacht haben. Das heißt, da würde die Entscheidung, wer die europäische Exekutive leitet, stärker an das Votum der Bürgerinnen und Bürger gebunden. Da gibt es Widerstand bei verschiedenen Mitgliedsländern. Aber ich fand es schön, dass er sich da klar geäußert hat. Verlierer war ein anderer Premierminister, der gesprochen hat, der Bulgare Borisov. Der hat die rotierende Ratspräsidentschaft jetzt im ersten Halbjahr 2018. Er hat eine schwache Rede gehalten. Ska Keller hat für uns gesprochen, hat gut darauf geantwortet, hat zum Beispiel den Konflikt angesprochen um einen Nationalpark in Bulgarien, der unter europäischem Naturschutz steht, wo jetzt gebaut werden soll. Borisov hat tatsächlich versucht, das Europäische Parlament in das Licht zu führen und sagt, wir machen ja fast gar nichts, wir bauen nur einen zweiten Lift. Und in Wirklichkeit sollen 46% vom Nationalparkgelände fürs Bauen geöffnet werden.
Das Grad ist wunderbar gemacht und hat jetzt dann ganz viel bulgarische Presse gekriegt. Also ich glaube, Borisow hat sich mit diesen Lügen keinen Gefallen getan. Dann haben wir den Erfolg der Woche. Ein paar Punkte habe ich ja schon bei der Energiepolitik genannt, wo ich sagen würde, es war ein Erfolg. Es war ein Erfolg diese Woche, auch wenn es erst formal im Februar beschlossen werden wird, dass wir einen Sonderausschuss für Glyphosat kriegen werden. Das haben wir erkämpft. Und es war auch ein Erfolg dieser Woche, dass das Parlament zum Marrakesch-Abkommen Stellung genommen hat. Das ist ein internationales Abkommen, für das jetzt Generationen von grünen Europaparlamentariern gekämpft haben, angefangen mit David Hammerstein vor mindestens 15 Jahren. Und da geht es darum, dass publizierte Werke auch zugänglich gemacht werden sollen für die Blinden oder Sehbehinderten. Das ist für eine bestimmte Gruppe von Menschen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Und zuletzt, meine Arbeit diese Woche hatte verschiedene Themen, Handel und Nachhaltigkeit, Nord Stream hat eine Rolle gespielt, aber hauptsächlich war das Thema des European Defence Industry Development Programs. Das ist ein Vorhaben, mit dem die Kommission, gestützt auf ihre schwache Zuständigkeit für Industriepolitik, versuchen will, europäische Rüstungsbeschaffung zu finanzieren. So würde ich das mal ganz einfach zusammenfassen. Und da haben wir eine sehr kritische Position und haben dann in verschiedenen Gesprächen und Verhandlungen versucht, da Einfluss zu nehmen. Die Aussichten, dass wir das wirklich beeinflussen können, sind nie besonders groß, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, da die Fahne hochzuhalten und zu verhindern, oder jedenfalls Widerstand zu leisten dagegen, dass da einfach eine neue Selbstbedienungsrunde für die Rüstungsindustrie geschaffen wird. Davon werdet ihr sicher noch öfter mal was hören. So viel für heute und dann wieder im Februar.